Beeil dich bitte, ich hab noch Hausbesuche. Ja, doch. Ja, ich komme. Oh, dass du mein Rasierwasser benutzt. Bibi? Maya? Wenn du dich rasierst, nie gegen den Strich. Mein Sohn wird erwachsen. Das ist gut, ne? Das reicht. Oh, Mamas Kette. Oh, warte mal, warte mal. Oh, das ist gefährlich. So. Ist gut, bitte. Jetzt muss er noch sein Bäuerchen machen. Ja, jetzt muss er noch sein Bäuerchen machen. Das weg? Ja, kann weg, danke. Johannes, du bist doch gar nicht schwindelfrei. Was will ich? Bin ich schwindelfrei? Johannes, bist du bereit? Ah, ich hab's geschafft. Es ist mir tatsächlich gelungen, eine Glühbirne auszuwechseln. Und das ohne klettergroßen Sauerstoffgerät. Bitte denk an mein neues blaues Leinenhemd. Das muss unbedingt mit. Ist doch schon längst im Koffer liegen. Danke. Bibi bringt mich heute zur Schule. Was denn? Riechst du so? Komm, wir gehen. Das ist ja wie Benzin. Nur ein... Morgen. 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 Hallo. Hallo, Julia. Ach, guck mal, wer hier wartet auf dich. Komm mal her, mein Süßer. So. Komm mal her. Oh, was ist das denn? Okay, also, dann bis später. Bis später. Tschüss. Tschüss. Ach, ihr zwei. Ich glaube, ich werde euch vermissen. Sag mal, wo ist eigentlich Stevie? Ich denke, er hat immer erst die dritte Stunde. Heute hat er noch 2 Stunden Kletter-AG an der Braunwand. An der Braunwand? Seit wann interessiert er sich fürs Klettern? Seit eine gewisse Nele dort mitmacht. Nele? Nele Jerisch. Blond, hübsch, langes Haar. Die Mädchen sind in der Mehrzahl in diesem Kurs. Wegen eines gewissen Lehrers. Ha, ha. Ja, das ist doch der Hauser. Mhm. Tschüss zusammen. Hallo. Schönes Fahrrad. Das ist ein Geburtstagsgeschenk von meiner Frau. Wie macht sich eigentlich mein Sohn beim Klettern? Bestens. Wollten Sie nicht zur braunen Wand? Ja. Hallo? Ist alles in Ordnung? Ich weiß nicht. Ich bin Arzt. Können Sie abschneiden? Ist bei Ihnen alles okay? Bleiben Sie ruhig, ich hole Hilfe. Hauser, rufen Sie die Polizei. Hören Sie, meine Praxis ist gleich da drüben. Wollen Sie kurz mitkommen? Ja, okay. Geht's? Mhm. Ja, hallo. Wir hatten einen Unfall. Akazienecker Birkenstraße. Frau Kleist? Morgen, Frau Pallen. Haben Sie endlich mal Zeit für uns? Ja. Was haben wir? Hast du was auf dem Herzen? Nee, ich nichts. Nein, nein, nein. Meine Idee war das hier nicht. Es geht um Herrn Hauser. Zu Anfang hat meine Sandra ja richtig geschwärmt von ihm. Ich glaube, Sandra, du musst in die Klasse. Tschüss, Sandra. Was ist denn mit der Hause? Ja, also, seit Sandra ihn in Mathe hatte, hat sie sich von einer 4 auf eine 2 verbessert. Da ist sie nicht die Einzige. Herr Hause hat ein Talent, die Schüler zu begeistern. Ja, aber jetzt will Sandra am liebsten die Schule wechseln. Was? Mhm. Wieso denn das? Also, Sandra hat einmal vergessen, ihre Hausaufgaben zu machen. Da hat er sie gleich vor der ganzen Klasse angebrüllt. Das kann ich mir bei Herrn Hauser gar nicht vorstellen. Sehen Sie, ich auch nicht. Er hat auf mich auf der Elternsprechstunde so einen netten, verständnisvollen Eindruck gemacht. Da hatten Sie ja Glück im Unglück. Wissen Sie denn noch, wie der Unfall passiert ist? Ja, das andere Auto muss mir die Vorfahrt genommen haben. Wo ist der Herr Hauser noch da? Nein, der ist sofort wieder verschwunden. Hat einen dringenden Termin an der Braunwand, hat er noch gesagt. Ich wollte mich noch bei Ihnen bedanken. Das können Sie ja später machen. Haben Sie denn noch Schmerzen in der Schulter? Ja, hier. Danke.
Ich kann diesen Knoten einfach nicht. Warte, ich helfe dir. Du musst eigentlich das Seil nur neben dem anderen herführen. Also so. Dann machst du es hier durch. Wo bleibt denn außer? Wir kriegen immer einen Anschiss, wenn wir zu spät kommen. Ich weiß auch nicht. Hey Leute! Hallo! Worauf wartet ihr? Na, auf Sie! Ohne Sie sollten wir da nicht anfangen. Regel Nummer 1 haben Sie selbst gesagt. Mann, das war eine Fangfrage. Wehe, ihr werdet ohne mich losgeklettert. So, und jetzt mal schön aufpassen, ja? Ich mache jetzt ein 6B-Free-Solo bis zum dritten Haken. Also die Augen schön offen halten. Gleich seid ihr dran. Hallo, nicht quatschen. Ich hoffe, ihr habt alle gut zugeguckt, ja? Genau so sollte ich es nämlich nicht machen. Wiedersehen. Was riecht denn hier so komisch? Das ist der Sommerhauch. Naturreine ätherische Öle. Ich habe auch noch Herbstwald und das ist Frühlingsregen. Ich dachte schon, Sie haben ein neues Parfum. Hm. Ist das die nächste Patientin? Nein, Herr Hauser wäre noch mal da, diesmal als Notfall. Herr Hauser, bitte! Wie ist denn das passiert? Beim Klettern, ich bin abgerutscht. Habe ich wohl einen Moment lang nicht aufgepasst. Gegen Tetanus geimpft? Ja, letztes Jahr erst. Können Sie die Finger bewegen? Ja. Machen Sie mal. Mhm. Sehr gut. Scheint nur eine tiefe Schnittwunde zu sein. Ich werde es lokal anästhesieren und dann mit ein paar Stichen nähen, ja? Irgendwelche Allergien? Nee. Hm. Nehmen Sie Medikamente? Sie sehen ein bisschen blass aus. Nein. Mhm. Stress? Das Übliche. Soll ich Sie krankschreiben? Auf keinen Fall. Ich bin noch nie auch nur einen Tag krank gewesen. Nee, ich habe diese Woche 3 Klassenarbeiten in Mathe und das kann ich den Schülern wirklich nicht antun, dass sie umsonst gebüffelt haben. So. Ja, hallo, hier ist Heiner. Ulla möchte nicht mit dir sprechen. Unterlass bitte diese Anrufe. Ja, ich weiß, dass sie nicht mehr mit mir sprechen will, aber ich will mit deiner Tochter sprechen. Die ist meine Frau und ich will wissen, wie es ihr geht. Passt auf, wir haben morgen eine Stunde, wir reden da morgen drüber. Ich habe jetzt keine Zeit. Ah, so. Ich melde mich bei dir. Ach, Herr Hauser, haben Sie einen Augenblick Zeit für mich? Ja, klar. Was haben Sie denn mit Ihrem Arm gemacht? Ach, ein Kletterunfall, das ist nur eine Bagatelle. Die Mutter von Sandra Barlöwen hat mich angesprochen. Ah ja, Sandra, die hat ein bisschen Probleme mit den negativen Zahlen, die wir gerade durchnehmen. Ja, die Mutter hat sich beschwert. Dafür gibt's keinen vernünftigen Grund. Sie hätten wohl Sandra vor der versammelten Klasse bloßgestellt. Sandra hat ihre Hausaufgaben nicht gemacht, das wird man ja wohl noch laut sagen dürfen. Ja, klar.
Gut, wenn was ist, dann kommen Sie bitte zu mir. Jederzeit. Natürlich, jederzeit gerne. Aber es ist nichts. Schönen Tag noch. Wiedersehen. Ja, dann ist ja wohl alles klar. Und wenn das System mal wieder zusammenbricht, nicht zögern, gleich einen Service anrufen. Die Nummer ist hier, 585276. Und alle Vertreter abwimmeln, solange sie nicht da sind. Ja. Herr Kleist, wie viele Jahre halt jetzt schon allein in Stellung, wenn Sie mal weg sind? Ja, ich bin Kontrollfreak. Es tut mir leid. Entschuldigung. Ich komme. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag. Guten Tag. Das hier hätte ich gerne. Ja. Und dann noch was gegen Kopfschmerzen, was Wirksames. Aber das Mittel, das der Arzt Ihnen hier aufgeschrieben hat, ist ja auch gegen Kopfschmerzen. Ja, aber ich habe manchmal so Migräneanfälle. Also da gibt's doch sicher was Spezielles. Sie waren doch gerade beim Arzt. Warum haben Sie nicht mit ihm darüber geredet? Das habe ich total vergessen. Ach, das ist für mich, Entschuldigung. Frau Wieber, könnten Sie das dann nehmen? Entschuldigung. Kein Problem. Tschüss. Kann ich sonst noch was für Sie tun? Ja, ein paar Vitamine könnte ich noch gebrauchen. Ach, hallo. Hallo. Christian. Du wolltest bestimmt deine Tetanus-Impfung abholen. Genau, aber was machst du hier? Ich denke, du willst mit Inge verreisen. Ja, ich bin furchtbar in Eile. Oh, Frau Bieber. Teamwork, wir beide. Tschüss. Bin mal gespannt, ob er anruft, sobald er angekommen ist. Ich glaube nicht, dass er so lange warten kann. Bestimmt ruft er sie schon von unterwegs aus an. Wahrscheinlich haben Sie recht. Jetzt gibt's was zu essen. So, jetzt war es los. Okay. Übrigens, Julia, Süße. Wenn sich meine Perlenkette anfindet, die mit den vier Reihen, die hätte ich ja gerne mitgenommen, aber nur ist er weg. Na, ist ja wurscht. Mach. Ciao, mach's gut. Sie findet sich schon wieder an, das Haus verliert nichts. Hast du mein neues blaues Leinenhemd eingepackt? Schatz, das fragst du jetzt zum vierten Mal. Natürlich habe ich dein neues blaues Leinenhemd eingepackt. Alles klar. Übrigens, Julia hat ein Näschen für verloren gegangene Sachen. Wisst ihr noch, wo sie meinen Apothekenschlüssel gefunden hat? Im Medizinschränkchen. Ach, entschuldigt mal. Lass mal. Rappen. Ihr müsst jetzt fahren. Ach, ich mach das schon. Ja, aber... Ja? Ja, okay. Ist kein Problem. Sonst schneid dich nicht. Tschüss. Tschüss, du. So, ihr beiden, dann viel Spaß. Kommt gesund an. Tschüss, jetzt vorsichtig. Gute Reise. Viel Spaß an der Ostsee. Ihr kriegt jeden Tag eine Postkarte. Ach, weil die beiden auch mal alleine sein wollen. Ist das nicht schön? Keine Apotheke, keine Termine, nur wir zwei? Ja, aber ich bin sehr froh, dass Julia da ist. Sonst hätte ich ein schlechtes Gewissen wegen Paulchen. Nun mach dir mal keine Sorgen, Julia schaukelt das schon. Ach, nö. Sei still, du! Meine Süße, ich liebe dich so sehr. Pass auf, guck nach vorne. Soll ich dir helfen? Ach, ist das schön. So schön. Und? Gesehen. Hat irgendjemand meine Kette genommen? Ich habe sie beim Frühstück hier hingelegt. Wer hat denn zuletzt abgeräumt? Ich? Na bitte, ein Augenzeuge. Also ich war's nicht. Na toll, unser Hausgeist steht auf Frauenschmuck. Sag mal, wo ist eigentlich Clara? In ihrem Zimmer. Es darf aber keiner hinein. Sie macht ein Sommerfest für ihre Puppen. Und wie war dein Tag in der Schule? Überbesorgte Mütter können manchmal ganz schön nervig sein. Bei dir? Sind alle zum Klettern gekommen, hm? Wir haben heute gesehen, wie man es nicht machen soll. Haha hat ein Free Solo bis zum dritten Haken gemacht. Und dann einen Moment nicht aufgepasst und ist abgerutscht. Hast du ihn zu mir geschickt? Ja, wer sonst? Wir haben seinen Arm noch verbunden, aber wenn du mich fragst, sah das gar nicht gut aus. Ich finde, er sieht in letzter Zeit sowieso nicht gut aus. So, holst du Clara? Das Essen ist fertig. Ich kapiere
Was machst du mit dem endstufigen Ben-Neu-Versuch? Warte mal, hier war. Hier ist ein Beispiel. Haha, Hauser, ich habe da was nicht ganz verstanden. Also, die Münze wird viermal geworfen und wie berechne ich dann die Wahrscheinlichkeit für viermal Zahl? Das habe ich doch die ganze Stunde über erklärt. Bin ich aufgepasst? Ja, ich weiß schon mit diesem Bernoulli-Versuch, aber das ist es halt, was ich gerade nicht kapiere. Okay, pass auf, ist ganz einfach, ja? Mit dem endstufigen Berelli. Bernoulli? Bernoulli-Versuch? Wieso fragst du denn überhaupt, wenn du es selber weißt, du Klugscheißer? Sprechen. Ja. Berelli. Der endstufige Bernoulli-Versuch heißt es natürlich. Kannst du mir sagen, warum der nicht Müller heißen kann? Herr Hauser, wenn man Ärger hat, sollte man ihn nicht auf die Schüler projizieren. Ja, das tut mir leid. Manchmal hat man als Lehrer einfach zu viel um die Ohren und das alles gleichzeitig. Sie sind einer der beliebtesten Lehrer hier auf dem Martin-Luther-Gymnasium. Wollen Sie das in Rekordzeit kaputt machen? Was ist los mit Ihnen? In der letzten Zeit ist einfach ein bisschen viel auf mich eingestürzt. Meine Frau und ich, wir haben uns getrennt vor 2 Wochen. Aber sowas kommt wahrscheinlich in den besten Familien vor. Das tut mir leid. Vielleicht muten Sie sich einfach zu viel zu. Vielleicht sollten Sie ein bisschen kürzer treten. Wie denn? Sie sagen doch selbst, dass wir zu viele Fehlstunden haben. Ja, aber wenn Sie ganz ausfallen, hilft es weder Ihnen noch der Schule. Es ist doch einfach so, ich bin im Moment nicht in Form und bald sind Ferien. Da werde ich mich dann erholen und danach bin ich wieder ganz der Alte. Gut. Ich möchte nicht, dass es noch mal eine Elternbeschwerde gibt. In Ihrem und auch in unserem Interesse. Sie haben absolut recht. War's das? Es wird auf keinen Fall mehr vorkommen. Versprochen. Bloß, ich bin mal der Erste. Wow, das sieht ja toll aus. Was ist denn los? Nichts. Mhm. Morgen kommt sie und dann wissen es alle. Wer kommt? Eine Frau Schreiber vom Jugendamt kommt morgen, weil ich geklaut habe. Aber mit dem Verschwinden der Ketten habe ich nichts zu tun. Sagt doch keiner. Julia, willst du mir nicht sagen, was passiert ist? Bevor ich bei euch aufgetaucht bin, da habe ich einen Haufen Schulden gemacht. Vor allem wegen meinem Handy. Ich wusste nicht mehr, was ich machen sollte. Und dann habe ich geklaut. Und wenn Johannes mich nicht bei der Polizei rausgehauen hätte... Wieso sagt denn der nichts? Er hat mir versprochen, nichts zu sagen, weil... weil ich mich so geschämt habe. Oder hättet ihr mich vielleicht als Kindermädchen genommen, wenn ihr es gewusst hättet? Versteh schon. Dann gehe ich eben. Es tut mir leid. Julia! Du kannst nicht immer weglaufen! Zu, wenn diese Frau vom Jugendamt kommt, dann bin ich auch hier, okay? Echt? Und du sagst niemandem was? Nein. Christian, bitte! Oh, willst du mich wieder ins Gästezimmer verbannen? Wieso? Hat sie da so gut gefallen? Ehrlich gesagt schon. Oh, warte! Frühpension, der ausgebrannte Lehrer. Seit wann interessierst du dich fürs Burnout-Syndrom? Seit ein Kollege sich so seltsam benimmt und grundlos unsere Schüler anschreit. Dabei war er immer der absolute Lieblingslehrer von Peewee.
Der Hauser? Mhm. Ach Quatsch, der ist 31 und total durchtrainiert. Ja, aber er wirkt in letzter Zeit super gestresst. Hat familiäre Probleme, klappt über Kopfschmerzen, stottert herum und wenn man ihn anspricht, dann wirkt er irgendwie... desorientiert? Ja. Naja, er hat eh morgen einen Termin bei mir, da schaue ich ihn mir nochmal an. Aber viel mehr interessiert mich jetzt deine Benotung für mich. Also im Küssen kriegst du eine glatte 5. Was? Moment, ich bin noch überhaupt nicht in... Schluss. Mir war gerade nicht so ganz wohl. Herr Hauser, ich schaue mir das nicht länger mit Ihnen an. Ich trage nicht nur die Verantwortung für meine Schüler, sondern auch für meine Lehrer. Sie gehen jetzt besser zum Arzt. Ich kümmere mich um meine Vertretung. Ja, ich wollte sowieso zum Arzt wegen dem Arm. Soll ich Ihnen ein Taxi rufen? Nee, danke. Nora, heben Sie sich die Kerzen für den romantischen Abend zu zweit auf? Mhm. Das wird sehr romantisch. Duftkerzen und ich. Ach, wieder solo? Derzeit ja. Naja, Kopf hoch. Das kann sich schnell wieder ändern. Guten Tag zusammen. Herr Hauser, was kann ich für Sie tun? Hätten Sie vielleicht Zeit hierfür? Ja, klar, kommen Sie doch rein. Wussten Sie, dass es Patienten gibt, die nicht zugeben können, dass es ihnen schlecht geht? Gerade vor sich selbst. Weil Sie das Gefühl haben, es passt nicht zu Ihnen. Ja, sowas soll es geben. Vor mir müssen Sie nicht den starken Mann spielen. Bitte. Ja, also... stimmt schon, in der letzten Zeit ging es mir wirklich nicht besonders. Dass meine Frau so mir nichts, hier nicht zu ihrer Mutter gezogen ist, das habe ich immer noch nicht so ganz verkraftet. Haben Sie sie denn nicht besucht oder mal mit ihr geredet? Tag und Nacht haben wir nichts anderes gemacht, als miteinander zu quatschen und uns gegenseitig Vorwürfe zu machen. Was soll ich denn machen? Soll ich sie entführen oder im Keller festbinden? Sie sind ganz schön gestresst, hm? Ja. Da braucht man eben eine Weile, um das alles schlucken zu können. Und in der Schule? Ja, da ist auch eine ganze Menge los. Und manchmal da habe ich... manchmal habe ich so Kopfschmerzen, dass mir der Schädel brummt. Aber bald sind ja Ferien, Gott sei Dank. Da kann ich mal wieder richtig ausspannen und dann wird es schon wieder werden, denke ich. Und Alkohol? Das freut mich jeder. Na Gott, nochmal. Ich bin Sportler, ja. Verschreiben Sie mir noch irgendwas... ein paar Vitamine oder was gegen die gelegentlichen Kopfschmerzen und den Rest schaffe ich schon alleine. Wissen Sie was? Ich überweise Sie zum Radiologen. Wozu das denn? Reine Vorsicht, Herr Hauser. Sie müssen sich schonen, bis wir die Ergebnisse der Blutuntersuchung und der Radiologie haben. Versprochen?
eigentlich den Hauser zu mir geschickt? Ach, war er bei dir? Hm. Für mich ist er vollkommen fertig, ausgebrannt. Hast du ihn krankgeschrieben? Was, wie kannst du nur sowas sagen? Ich bin der Arzt. Muss man erstmal Untersuchungen machen und dann müssen Testergebnisse abgewartet werden. Du kannst nicht einfach sagen, der ist ausgebrannt. Möchtest du, dass man das über dich sagt? Hast du eigentlich mit Peewee über Nele geredet? Du meinst, ob Peewee mit mir geredet hat? Hat er. Würdest du mit deiner Mutter reden, wenn sie dich jeden Tag auf dem Schulhof sieht und du das Gefühl hast, sie beobachtet dich? Nein. Nele ist ein nettes Mädchen und Peewee weiß, was er tut. Ja, aber er ist erst 15. Schatz, du warst damals 14. Also was hat denn das damit zu tun? Frühreif eben. Hast du deine Kette wiedergefunden? Nein. Schön hier. Naja. Ein toller Ausflug. So ein paar Sachen von mir geholt. Ola, wie geht's dir? Mir geht's gut. Bitte lass uns wieder miteinander reden, bitte. Ich weiß nicht, was es da noch zu reden gibt. Mensch, Süße, du weißt doch, wie viel ich im Moment um die Ohren habe. Es ist doch nicht immer so. Und es tut mir so leid, dass ich dich angerufen habe. Spar dir deine Entschuldigung, okay? Ich hab's zu oft gehört. Es hat sich nichts geändert, jetzt lass mich bitte durch. Du kannst doch jetzt nicht gehen. Lass mich los! Lass mich los! Sieh dich doch mal an, du bestehst nur noch aus Selbstmitleid. Du bist nicht mehr der Heiner, in den ich mich mal verliebt habe. Du tust mir nur noch leid. So, wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Na, bis dann. Tschüss. Das war die letzte. Ich mache jetzt Feierabend mit meinen Duftkerzen. Bis morgen noch. Tschüss. Ja, Kleist hier. Ich habe heute einen Patienten zum CT vorbeigeschickt. Hauser. Wie? Der hat sich noch nicht gemeldet. Mhm. Dankeschön. Ich bin nicht mehr der Heiner, an den du diesmal verliebt hast. Hallo, hier ist der AB von den Hausers. Wir sind im Moment nicht da oder wollen vielleicht auch nicht rangehen. Also hinterlass doch bitte eine Nachricht. Danke. Herr Hauser, Kleist hier, Sie haben vergessen, einen Termin bei der Radiologie zu vereinbaren. Ich habe das für Sie gemacht. Also, übermorgen Nachmittag um 5. Vorher geht's leider nicht. Bitte nehmen Sie diesen Termin wahr. Wiederhören. Schatz, ich kann meine Kette nicht finden. Wovon träumen eigentlich Babys? Was? Das ist doch dein Metier. Wieso? Ich bin Mediziner und kein Psychologe. Oh, Gott sei Dank. Nein. Obwohl, dann wüsste ich vielleicht, wo deine Kette ist. Aber vielleicht hast du sie auch einfach nur unbewusst versteckt, weil du sie nicht mehr ertragen kannst und du willst sie nie wiederfinden. Schatz, die Kette ist ein Erbstück von meiner Oma und ich hänge sehr doll daran. Hm. Dann habe ich auch keine andere Erklärung.
Lüfter? Ja, seit einer Viertelstunde. Wenn Paulchen den Staubsauger hört, ist er sofort weg. Muss ich mir das merken? Willst du einen Tee? Nee, ich hab schon Kaffee gemacht. Das wird Frau Schreiber sein. Guten Tag, Schreiber. Bitte, kommen Sie herein. Christian Kleist. Mein Onkel Johannes lässt sich entschuldigen. Und das ist unsere Julia. Die Ladendiebin. Ich habe Kaffee gemacht. Kommen Sie bitte. Danke. Kaffee? Ja, danke. So? Danke. Als mein Onkel Julia ins Haus gebracht hat, da haben wir sowieso gerade eine Betreuung für unseren Paul gesucht. Naja. Und jetzt sind wir manchmal sogar eifersüchtig. Ja, man könnte glauben, er mag Julia lieber als uns. Sie wissen, warum ich hier bin? Ja, das hat Julia erzählt. Was ich geklaut habe, ist noch nicht lange her. Aber mir kommt es vor, als wäre es in einem anderen Leben gewesen. Aber dass man sich nicht durchs Leben schlagen kann, indem man klaut, das sehen Sie doch ein. Ich habe ja auch freiwillig alles wieder zurückbezahlt. Das habe ich schon zu Ihren Gunsten vermerkt. Keks? Nein, vielen Dank. Ich finde sehr schön, dass Julia in einer offensichtlich intakten Familie leben kann. Ja. Also ich kann nur sagen, seit sie bei uns ist, geht sie regelmäßig zur Abendschule und das macht sie ganz gut. Das ist sehr erfreulich. Ich denke, ich kann guten Gewissens befürworten, dass die Ermittlungen gegen sie eingestellt werden können. Was bedeutet das? Wenn das Gericht sich meiner Empfehlung anschließt, würde kein Verfahren gegen sie eröffnet. Das ist aber nur eine Empfehlung. Was das Gericht entscheidet, kann ich nicht sagen. In ein paar Tagen bekommen sie den endgültigen Bescheid zugesandt. Habe ich extra für dich bestellt, heimlich, zum Empfang. Du bist eben ein unverbesserlicher Romantiker. Ja, mit Betonung auf unverbesserlich. Ja. Ich muss noch in die Apotheke, ich komme dann zum Abendessen. Oh. Ja. Tschüss, meine Süße, und herzlichen Dank, es war wunderschön. Tschüss. Schlüssel. Oh ja, danke. Hallo? Hallo? Keiner da? Ah. Hallo. Na, wie geht's? Gut, danke. War schön? Ja, wunderschön. Wir hätten gern noch 2-3 Tage rangehängt. Wo sind die anderen? Clara spielt mit ihren Puppen und Paul schläft. Guck mal, Inga. Ach, sehr schön. Oh, nö. Also das glaube ich jetzt nicht. Da ist sie ja. Clara, du hast die Ketten geklaut. Nicht geklaut, nur geliehen. Meine Puppen wurden doch zu einer Sommerparty eingeladen. Da mussten sie sich doch schick machen. Ui. Naja, dann kann wenigstens keiner sagen, ich hätte sie geklaut. Julia, das hat doch nie einer behauptet. Ja, aber gedacht hat's jeder. Das ist doch Unsinn. Wie kommst du denn darauf? Julia, ich war mir anfangs nicht ganz sicher, ob du die Richtige für Paulchen bist, aber mein Misstrauen war völlig unbegründet. Das weißt du doch. Ich habe euch allen nicht die ganze Wahrheit gesagt. Ich habe wirklich geklaut. Dabei bin ich erwischt worden. Und wenn Johannes mir nicht geholfen hätte... Du hast geklaut? Moment mal. Johannes wusste davon? Man darf mich aber nicht für dumm verkaufen, nein? Nein, Inge, das tue ich doch gar nicht. Ach, nein, nein. Ich meine nicht dich. Ich meine Johannes. Inge! Es ist ein wunderschönes Gefühl, wenn man sich auf seine Mitarbeiter hundertprozentig verlassen kann. Keine außergewöhnlichen Vorkommnisse, keinen Systemabsturz im Computer, kein Notfall. Nichts Besonderes. Ist doch keine Chemie ausgebrochen in Ihrer Abwesenheit, wenn Sie das Johannes? Ingelein. Ich muss mit dir reden. Sofort. Ja, nur zu, ich habe keine Geheimnisse, Frau. Bleib hier, Frau Bieber. Ich habe keine Geheimnisse, Frau Bieber. Das ist schön, aber vor mir hast du eins. Julia hat mir alles erzählt. Aber... Du hast mich belogen. Nicht belogen, ich habe was verschwiegen. Das ist ein gewaltiger Unterschied, Julia zuliebe.
Wie oft habe ich gesagt, ich habe das Gefühl, es stimmt etwas nicht. Und du? Du hast mir ganz bewusst Sand in die Augen gestreut. Das nennt man Lügen. Aber ich hatte Julia versprochen, dass ich nichts sage. Niemandem. Und Versprechen muss man halten, oder? Ich bin deine Frau. Und Julia ist meine Enkelin. Yeah. Du willst mich nicht verstehen, doch. Johannes. Ich habe gedacht, dass ich dir vertrauen kann, so wie du mir Bitte. Vertrauen kannst. Yeah. Und jetzt? Es geht doch nicht um Julia. Yeah. Es geht Es geht um alles. Es geht um unsere Ehe. Es geht um unsere Liebe. Es ist großer Mist. Inge. Ich finde, Inge hat völlig recht. Sie hat dich vertraut und du hast sie hintergangen. Hintergangen, wie sich das anhört. Ich habe ihr nur überflüssige Sorgen ersparen wollen. Oh. Und Jupf, fällt euch was auf? Neues Kleid. Schick. Die Kette. Das hat aber lange gedauert. Wo war sie denn? Unsere liebe Clara hat sie gebraucht, beziehungsweise ihre Puppen, für eine Party. Ist Inge hier? Nein, ich bin mit ihr in der Stadt verabredet. Zu einem Frauengespräch. Thema, kann man Männern vertrauen oder nicht? Morgen! Herr Hauser, was ist los? Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ich denke aber, Sie sollten... Denken Sie sich nichts, Mann. Ist schon vorbei. Naja, gut. Aber wenn Sie noch irgendwas brauchen, ne? Nee, danke. Ich bin topfit. Inge, sag doch was. Schimpf mit mir. Julia, mein Schatz, dir bin ich doch nicht böse. Also mir hättest du es wenigstens sagen können. Ja, du sagst mir auch nicht alles. Stimmt. Ich muss los. Gehst du mit dem Hauser klettern? Nee, wir machen heute nur Theorie in der Turnhalle. So Seile, Haken und so. Ach, wenn du ihn siehst, erinnere ihn an seinen Termin. Er weiß dann schon Bescheid. Und deine Schuhe! Wenn sich die Stimmung hier nicht ändert, dann gehe ich heute Abend in eine Frittenbude. Ist alles meine Schuld. Ich habe es im Moment auch für diplomatischer gehalten, nichts zu sagen. Hallo, ich suche die Kletter-AG. Die sind schon weg zur Frauenwand. Aber ich dachte, die wollten Trockenübungen machen. Na, haben Sie vielleicht Ihre Pläne geändert? Dem Herrn Hauser geht's auch wieder besser. Wieso? Was war denn los mit dem? Na, wie ich vorhin hier reingekommen bin, da lag der ganz benommen am Boden. Irgendwas mit dem Kreislauf. Was? Okay, okay, als erstes machen wir eine Abseilübung. Zwei Parallelrouten, eine Gruppe da. Wo sind eigentlich die Zwillinge, Nele? Ja, die sind krank. Okay, beide? Na klar, alle beide. Gut, Dirk, geh schon mal in die Sicherung von Nele, ja? Ein bisschen zack ich die schnell, ne? Ich übernehme deine Sicherung, ist mir lieber, wenn die Schuhe nicht richtig passen. Okay. Hier, Zug aufnehmen. Los! So lange genug verschnauft, runter jetzt, ja? Okay. Und los. Sehr gut. Ja, komm, langsam. Komm weiter. Guck unten rechts. Pivi, halt dich fest.
Gottes Willen! Halt dich fest, Bibi! Hauser! Hauser! Halt dich fest und lass dich runter! Vorsichtig! Okay! 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 Junge! Oh Gott! Was machst du für Sachen? Hauser! Hauser! Ich glaube schon. Hey. Sag mal, wisst ihr, wie seine Frau heißt? Ulla, aber die ist abgehauen. Wir müssen sie dringend erreichen. Wir haben doch sein Handy. Super Idee. Ruf sie mal an. Aufgelegt. Gib mir noch mal die Nummer. Frau Hauser, Dr. Kleist hier. Ihrem Mann geht's nicht so gut. Er ist in Eisenach im Krankenhaus. Ja, in der Neurologie. Das kann ich noch nicht sagen. Er wird gerade untersucht. Mhm. Ja. Ja, kein Problem. Sie kommt. Dr. Kleist? Ja, Sie hatten recht, es ist ein Hirntumor. Sieht nach einem Meningiom aus. Aber die Lage der Geschwulst ist recht günstig. Wahrscheinlich gutartig, aber ziemlich groß. Es gibt bereits Verschiebung vom Hirngewebe. Oh Gott, war er deswegen manchmal so komisch? Vielleicht. Was hat er denn jetzt genau? Man hat mir gesagt, es ist wahrscheinlich gutartig. Ja, er hat wahrscheinlich ein Meningiom. Das ist ein gutartiger Hirntumor. Aber machen Sie sich keine Sorgen. Ich bin sicher, Sie werden so rasch wie möglich operieren, sobald die Ergebnisse vorliegen. Es sieht wirklich sehr gut für ihn aus. Ich hätte bei ihm bleiben müssen. Aber wir haben das letzte halbe Jahr nur gestritten. Ich hatte manchmal richtig Angst vor ihm. Warum? Gehen Sie nicht einfach rein und sagen Sie ihm. Meine Herrschaften, wir haben etwas Kleines vorbereitet. Unser Versöhnungsbuffet. Julia hat vollkommen recht. Du hast zwar alles falsch gemacht, aber ich habe vielleicht ein kleines bisschen überreagiert und das ist genauso schlimm. Tut mir leid, Johannes. Bitte? Es tut mir leid, Johannes. Mir auch. Jetzt kommt schon. Ja. Kannst du mal bitte. Oh, wow. Das ist ja toll. Hab ich was versäumt? Passt. Schatz, du hast ja angerichtet. Hallo. So, hallo. Ich wusste doch, dass Julia ein Versöhnungsbefehl gibt. Das kann ich mir doch nicht entgehen lassen. Geheimnisse vor der Familie. Das ist ein starkes Stück, du. So, ist mehr so eine Verschwörung zur Wiederherstellung der Familienehre. Außerdem hat Frau Schreiber angerufen vom Gericht, die Ermittlungen sind eingestellt und es wird kein Verfahren gegen Julia geben. Oh, das ist... Oh, nee, nee, Schatz, das geht zu dir. Also, zum Wohl.